Wo ist der? Da bist du ja schon. Also scanne ich den jetzt erstmal. Ja. Und mal gucken, wie er reagiert. So, jetzt ist er gescannt. Zack. Gucken wir mal, wie er reagiert. Ich fahre mal den. Ja, ob er von sich aus irgendwas macht. Manchmal kann man deutlich, jetzt zum Beispiel scannt er dieses Wrack. Ja? Er hat sich diesem Wrack zugewendet und untersucht das. Ja, da rechts irgendein imperiales Schiff. Jetzt scannt er da hinten irgendwas, was immer das ist. Ah, er scannt diese wissenschaftlichen Proben. Ja? Jetzt scannt er dieses Wrack. Ja? Kann man genau sehen. Jetzt wendet er sich wieder mir zu. Jetzt schickt er seinen Schwarm raus. Das macht er, weil ich ihm etwas zu nahe gekommen bin. Aber das muss noch nicht schlimm sein. Ich meine, es sind 500 Meter und da war ich in dem Radius drin und dann schickt er natürlich sofort seinen Schwarm raus. Ja. Jetzt scannt er das nächste Objekt. Und weil der so nett stillgehalten hat, wir sind auf 700 Meter, keiner tut mir was, ne? Weder der Schwarm noch er. Und wenn ich auf unter 500 gehe, dann wird er seine Aufmerksamkeit nicht wieder hier zuwenden, nehme ich mal an. So, ich gehe mal. Ne, jetzt bin ich. Ne? Das. Also entweder war ich ihm im Wege oder. Mal gucken. Nee, ich bin ihm nur im Weg gewesen. Ja, jetzt ist er schon gesprungen. Doch irgendwo sein. Eine Sogwolke sein. Ja, ist eine Sogwolke. Ne? Die scanne ich natürlich jetzt auch. Ich habe die alle drei auf eine Taste gelegt, nur das spielt dann. So, zack. Ach so, der ne, ist natürlich Blödsinn. Ich bin ja jetzt noch im Normalraum. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Da fliege ich natürlich von hier aus bis dahin ungefähr 25 Jahre. Ne? Also mit Speed oder 500 Jahre oder wie immer. Ne, weil da komme ich natürlich nah dran. Ne? Der nackte Irrsinn. Der nackte Irrsinn. Egal. Wie gesagt, größer als unser Sonnensystem. Solche Teile. Unfassbare Energien. Auf der anderen Seite war auch noch einer. Durch den Bogen sollte man nicht unbedingt fliegen. Da dieser Protuberanzbogen. Ne, und um zu gucken, wie es dem Schiff geht, ne, dass man wie der Teufel jetzt sofort deuten, ne? Wow, hier wimmelt ja. Was tut denn? Geflogen. Ja.
fast gedacht. Ach nee. Target destroyed. Und dann die Schwertfliegen. Target destroyed. Target destroyed. So, jetzt kommt gleich die Mama. Ram geht auch. Oh, super. Aber 6 schaffe ich. Ja, und hier ganz brav. Ja, den scanne ich jetzt. Und er interessiert sich auch für mich. Ja. So, jetzt weiß ich, er ist ein Basilisk. Ja, das weiß ich jetzt. Guck mir den gemütlich an. Ne? Hier sieht man, dass es ein Basilisk ist. Ne? Der hat 5 Herzen. Ne? Gucken wir mal drauf, aber ich werd ihm nichts tun. Er muss keine Angst vor mir haben. Ne? Ich werde ihn nur beobachten. Und wenn ich näher komme, dann schickt er seinen Schwarm raus. Das ist automatisch bei ihm. Ne? Wenn er jetzt. Beim Basilisken ist es, glaube ich, 1 Kilometer. Jetzt kennt er mich nochmal. Beziehungsweise jetzt hat er den da drüben, hier die Corvette, die kaputte, hat er gescannt. Und wir immer hinterher. Jetzt kann er uns ja nicht sehen, wir sind ja hinter ihm. Ja, Schnucki-Hase. Ja. Jetzt scannt er die Corvette. Ja, da unten. Oh. Jetzt guckt er mich an. Jetzt schickt er gleich seinen Schwarm raus. Genau. Ne? Das ist aber nicht, also nicht weiter schlimm. Aug in Aug mit einem Basilisken in der Wald. Ja, das müsst ihr erstmal machen, Leute. Ja? So. Und jetzt überlege ich da. Jetzt sagt er seinem Schwarm, keine Angst vor der Walcher. Jetzt holt er seinen Schwarm zurück. Jetzt scannt er den nächsten, weil wir sind ja keine Bedrohung. Jetzt guckt er sich irgendwas an hier. Container oder er haut ab. Er hat Angst vor uns. Ist ja auch verständlich. Jetzt gibt er Gummi.
Das sieht man ja. Ich bin Vollspeed hinterher. Jetzt ist er, glaube ich, schon weg. Ja. Seine Sogwolke. Und die scanne ich natürlich auch. Ja, als Tipp, alles auf einen Knopf. Ne? Alles scannen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ne? Was hat Beast geschrieben? Aha, du hast eher. Nö, ich habe keine Angst. In der Vulture bist du. Der frisst mich beim Einatmen, das ist mir klar. Ne? Aber das ist, glaube ich, so wie man. Wenn die merken, dass man Angst hat, dann ist. Aber ich habe keine Angst vor ihm. Ne? Weil ich bin schneller, ich kann besser fliegen als der blöde Basilisk. Ne? Und ich bin klüger und so weiter. Also ich brauche wirklich keine Angst zu haben. Weil bis der mich erledigt hat, bin ich schon längst weg. Ne? Ich kann ihn nicht töten mit der Walze. Also es gibt natürlich Leute, die das können, aber ich nicht. Ja. Ja, und das ist super interessant. Das ist, glaube ich, ein Dropship oder. Ah, hier kann man sehen, Leute, wie frischer kaustischer Schaden aussieht. Der ist nämlich nicht repariert, der ist grün. So sieht das aus. Ja? Ich werde jetzt mal. Ja, so sieht das aus. Und wenn der kaustische Schaden repariert ist, dann. Ja, das ist abgebrannter kaustischer Schaden. Ja, also erledigter. Auf der hellblauen Fläche. Ja, aber das ist, also sagen wir mal so, der ist jetzt, den habe ich durch Überhitzen der Hülle, habe ich den kaustischen Schaden, der vorher geätzt hat, also langsam aber sicher die Hülle kaputt macht. Habe ich sozusagen unschädlich gemacht durch das Überhitzen. Und deswegen ist er schwarz geworden. Aber auf dem Schiff, weil das kann man natürlich überhaupt nicht rauskriegen, was das für ein Schiff war. Wahnsinn. Hier unten massig kaustischer Schaden, der ganze Bauch. Richtig massig. Jawohl, super. Das ist natürlich eine irre Brennweite, das sieht man in der Kugel da oben, ne? Laufen nicht. Also ran geht auch. Da sind die ganz empfindlich.
Target destroyed. Oh, der letzte. Komm her, Schnulli. Und bumm. Oh, Vollgas. Überhitzt. Oh. Das waren mal gerade 10% Hülle. Also gar nichts.